Wir fangen gleich mal an mit einer kleinen Übung. Ich möchte euch bitten, nehmt euch mal was zu schreiben, also Zettel und Stift. Und ich stelle euch eine Frage und ihr schreibt spontan 5 Worte auf, spontan, ohne nachdenken, ja? Also nicht vereiern. Und zwar die 5 Worte, die euch zu der Frage einfallen, die ich gleich sage. Okay? Wenn ihr jetzt noch keinen Zettel und Stift habt, dann stoppt eben das Video und besorgt euch das. Für alle anderen gilt, bereit? Also, die ersten 5 Worte, die dir in den Sinn kommen zu der Frage, was bedeutet Beziehung für dich? Aufschreiben. Warum mache ich diese Übung mit euch? Denn es geht heute darum, dass wir über Bindungsangst sprechen. Und das Interessante an Bindungsangst ist, dass sie im Widerspruch steht zu dem, was wir uns eigentlich in Beziehungen als soziale Wesen, die wir als Menschen hier sind, erhoffen. Und das ist Nähe, Verlässlichkeit, vielleicht auch Intimität. Und diese 5 Worte, die du eben aufgeschrieben hast, die sagen etwas über dich und dein Verhältnis zu Beziehungen aus. So, wenn wir ein halbwegs normales Beziehungsverhalten entwickelt haben, dann sind die Werte, die ich eben genannt habe, wahrscheinlich irgendwo bei dir mit dabei. Also auch Liebe, Vertrauen, miteinander sein, nicht alleine sein, keine Ahnung, also all diese Sachen. Der Mensch mit Bindungsangst, der sehnt sich auch nach genau diesen Dingen. Da ist er nicht anders. Aber er verbindet mit Bindung gleichzeitig auch etwas Bedrohliches, vielleicht sogar etwas Feindseliges. Also Beispiel, Bindung kann für diesen Menschen auch Kontrollverlust bedeuten. So. Oder Verlust von Freiheit und Unabhängigkeit. Bindung bringt vielleicht für diesen Menschen auch das Risiko mit, verletzt zu werden oder vielleicht sogar auch verlassen zu werden. Der Punkt ist, diese Sorgen und Ängste haben Menschen ohne Bindungsangst auch. Ja? Aber der Unterschied bei psychischen Beeinträchtigungen ist wie so oft, die Dosis macht das Gift. Also wie stark ist das ausgeprägt? Ja, jeder Mensch weiß letztlich um die Chancen und Risiken von Beziehungen. Ja, die Frage ist halt letztlich, wie stark gewichte ich was? Und stehen bei mir die Chancen und das Schöne von Beziehungen im Vordergrund? Oder sehe ich eher die andere Seite, also eher die Gefahr statt den Gewinn, wenn ich an Beziehungen denke? Und wenn die negativen Assoziationen überwiegen, also dass ich denke, oh, Beziehungen sind tendenziell eher gefährlich, dann kommen wir zum Thema Bindungsangst, weil diese Menschen immer wieder innerlich im Widerstreit liegen mit dem Bindungswunsch. Also es ist ein stetiges Ringen. Jetzt wäre die einfachste Lösung, man sagt, ja, wenn du eine Bindungsangst hast, geh doch keine Beziehung ein. Easy. Ja. Aber A, haben wir die Sehnsucht danach, also ist den meisten Menschen von uns zumindest veranlagt, die Sehnsucht nach Bindung und Beziehung, es bedeutet ja auch Sicherheit. Und das andere ist, es ist halt nicht so leicht. Es ist in der Regel eine Mischkalkulation. Also ich habe einen normalen Beziehungswunsch oder Bindungswunsch und ich habe halt auch diesen anderen Anteil. Und jetzt ist es die Frage, wie viel von was ist denn drin? Und wenn das jetzt 50-50 ist, dann habe ich dieses permanente Ringen. Wenn ich 70% Beziehungswunsch oder auch positive Sicht auf Beziehungen habe und nur 30%, ich mache es jetzt mal so mathematisch, sind eher, dass sie sagen, oh, Beziehung, Bindung, schwierige Geschichte, dann poppt das Thema vielleicht nur bei bestimmten Anlässen auf, aber ist nicht permanent da oder ist nicht ganz so leicht zu triggern. Also das heißt, je nachdem, wie dieses Mischverhältnis ausfällt, bin ich beziehungsfähiger oder ich bin es halt auch nicht. Das ist letztlich ja, diese Abwägung. Und wenn die Ängste in der Übermacht sind, also wenn ich halt 70% zum Beispiel Beziehungsangst oder Bindungsangst oder Sorge habe und nur 30% Bindungswunsch, dann kann das sein, dass dieser jemand zum Beispiel zwar eine Beziehung eingeht, das tut,
aber immer sehr viel Sorge hat. Und dann hängt es davon ab, was es für ein Mensch ist, wie sich das äußert. Das kann völlig unterschiedlich sein. Also bei dem einen kann es sein, dass er permanent einen Streit vom Zaun bricht oder immer wieder einen Streit vom Zaun bricht, um auf diese Art und Weise die Beziehung zu testen, um zu gucken, ist das, was ich hier habe, wirklich tragfähig? Also dass die Angst sozusagen ihn dazu bringt, immer wieder sich rückzuversichern. Andere sind dagegen extrem empfindlich bei Streitereien, sagen, sobald ein Streit kommt, wird die ganze Beziehung in Frage gestellt. Da wird also aus einer kleinen, harmlosen Auseinandersetzung auf einmal die große Diskussion, macht unsere Beziehung, macht das alles überhaupt einen Sinn? Ja, also ist sozusagen genau der andere Pol. Wieder andere gehen Auseinandersetzungen genau aus diesem Grund aus dem Weg und sind bei Streitereien einfach komplett weg, weil das so bedrohlich ist. Ja, also das ist halt das Ding, dass man nicht genau sagen kann, oh, wenn einer Bindungsangst hat, dann verhält er sich so. Es ist individuell. Es kann halt auch andersrum sein, dass Menschen, die Bindungsangst haben, zum Beispiel, oder die sagen, ich will in eine Beziehung, aber ich habe jetzt nicht so die Angst davor, dass die Beziehung schlimm ist oder böse, sondern ich habe zum Beispiel eher die Sorge, dass diese Beziehung mir was wegnimmt, also mir meine Freiheit wegnimmt, meine Unabhängigkeit wegnimmt. Wenn jemand eher so veranlagt ist, dann wird er zum Beispiel versuchen, vielleicht zu vermeiden, zusammenzuziehen. Dass er sagt, nee, zwei Wohnungen, ach komm, ist doch super so. Und wenn er vielleicht diese Auseinandersetzung nicht will, dann wird er das vielleicht beruflich so regeln, dass der Job in einer anderen Stadt zum Beispiel das notwendig macht, zwei Wohnungen zu haben. Oder dieser Mensch will kein gemeinsames Konto. Oder er möchte zum Beispiel keinen gemeinsamen Freundeskreis, beziehungsweise will seinen Freundeskreis für sich behalten. Also dass da so eine Autonomie bestehen bleibt. Ja. Das kann sich aber auch so äußern, dass solche Menschen, wo das Motiv der Bindungsangst eben Angst vor Unabhängigkeits- und Freiheitsverlust ist, dass die zwischendurch immer mal wieder so einsame Entscheidungen treffen, wo man als Beziehungspartner sagt, ey, das wäre eigentlich ein Thema gewesen, das hätten wir doch mal absprechen sollen, wo man sich dann halt wundert. Und in so einem Verhalten zeigt sich dann dieses Autonomiestreben von Personen. Und auch hier gilt wieder, die Dosis macht das Gift. Ja? Also jeder sollte in einer Beziehung auch eine autonome Persönlichkeit bleiben und nicht gänzlich in der Beziehung aufgehen. Das ist ja sozusagen das andere Extrem. Auch das hat dann irgendwann etwas extrem Ungesundes. Eine andere Variante ist noch, wenn jemand sozusagen nicht in zu viel Nähe will, dass er sich von vornherein immer Partner sucht, die eigentlich schon vergeben sind, also die schon verheiratet sind, sodass von der Seite gar nicht die Gefahr kommt, dass der zu viel will oder jetzt zusammenziehen, Familie aufbauen, was auch immer, weil der ja sozusagen schon anderweitig gebunden ist. So, ja. Also das sind mal so ein paar Beispiele davon, wie sich Bindungsangst zeigen kann. Ja. Wenn das Motiv Angst vor Enttäuschung ist, also vor emotionaler Enttäuschung ist, dann ist so ein Mensch tendenziell auch eher wie eine Auster. Der wird nicht viel von sich und seinen Emotionen preisgeben, weil das halt im Zweifelsfall Gefahr bedeutet. Ja. Der ist dann eher so verschlossen. Auster ist halt das Bild, was mir dazu einfällt. Andere Menschen sind eher so Korallen, so zeigen alles von sich. Das ist vielleicht ein etwas gewagtes Bild, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Also das ist halt dieser Unterschied, dass jemand nicht gerne seine Gefühle benennt, da vielleicht auch nicht gerne drüber sprechen will. Von so einem Menschen zu erwarten, dass der sagt, ich liebe dich, da kann man wahrscheinlich lange warten, weil so emotionales Blankziehen für diesen Menschen tendenziell Gefahr bedeutet, dass man enttäuscht werden kann, dass man sich verletzlich zeigt und all das. Also Bindungsangst hat letztlich viele unterschiedliche Facetten in unterschiedlichsten Intensitäten. Vielleicht kann man das so am besten fassen. Und man kann auch, finde ich, nicht klar abgrenzen, wann fängt jetzt Bindungsangst an und wann ist das noch so das
normale Spektrum. Ich glaube, letztlich merkt man es im Miteinander oder merkt es ein Beziehungspartner auch, dass er sagt, also irgendwas ist hier vielleicht im Argen oder zumindest doch mal betrachtungswürdig. Vor allem, wenn so bestimmte Sachen immer wieder kommen, also wenn das Ganze ein Muster hat, wenn es immer alle 3 Monate oder alle 4 Wochen oder 8 Wochen knallt, wenn das Thema immer wieder kommt, oh, wir hätten nicht zusammenziehen sollen oder, also wenn so bestimmte Sachen immer und immer wieder, wenn wir immer wieder an diesen Punkt kommen und die Beziehung sich dann nicht weiter ins Miteinander entwickelt, dann ist es so ein Hinweis auf, Mensch, was ist hier eigentlich los, da mal hinzukommen. Für mich persönlich ist es so, ich sage immer, für mich ist die Frage, ist es möglich, eine Beziehung zu führen mit dem anderen oder eine Beziehung zu führen, in dem beide, ich sage mal, zu mindestens 80% sich wohlfühlen. Das ist so ganz persönliche Zahl, nichts Wissenschaftliches, aber das ist so für mich so ein Gradmesser. Ich sage, drunter möchte ich nicht. Für eine Beziehung, dann brauche ich diese Beziehung nicht. Ja? Und wenn jetzt jemand Bindungsangst hat, dann ist letztlich die Frage, wie will diese Person damit umgehen? Und nicht der Beziehungspartner, sondern der Betroffene, so nenne ich es jetzt mal. Und dann sind wir beim Thema Reflexion, dann sind wir beim Thema Unterstützung durch einen Coach oder Therapeut. Ne? Beides ist da möglich. Wo man dann letztlich vielleicht auch mal schaut, wo kommt diese Angst denn her, was steckt denn dahinter? Und da wird es jetzt keinen großartig überraschen, dass man dann vermutlich mal in die Kindheit guckt und sagt, Mensch, wie war es denn so bei deinen Eltern? Wie lief diese Beziehung? Wie hast du Beziehung vorgelebt bekommen als tragfähiges Konstrukt mit Respekt und all den Sachen? Oder als etwas Volatiles, als etwas Fragiles? Ja, da kann man da mal hingucken. Und schauen, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Und letztlich aber auch ist dann die entscheidende Frage, will ich im Heute, im Hier und Jetzt etwas gegen diese Angst und die Auswirkungen, die diese Angst ja auf meine Beziehung hat, will ich da was gegen tun oder will ich das eher nicht angehen, das Thema? Ja. Und was meistens beim Thema Bindungsangst auch mitschwingt, das sind die Themen Selbstwert. Und auch Selbstvertrauen. Denn wenn ich ein gutes Verhältnis zu mir selber habe und eine gute Sicht auf mich selbst, dann stärkt mir das in der Regel so den Rücken und mein Selbstbewusstsein, dass ich viel weniger Trigger oder Anlässe für Angst finde, weil ich mit mir selbst souverän bin. Also das ist auch immer noch ein Faktor, den ich damit in diese Gleichung irgendwie mit reinrechnen sollte oder zumindest mal anschauen sollte. Ja. Ich glaube, ich werde noch ein zweites Video machen dazu, wie Beziehungspartner vielleicht damit umgehen können, wenn ihre andere Hälfte Bindungsangst hat, weil das natürlich auch für die andere Seite durchaus sehr belastend sein kann, ne? Oder anteilig belastend, je nachdem. Aber wenn man immer wieder so an dieselben Mauern oder an dieselben Themen kommt, dann ist das letztlich ein Stillstand in einer Beziehung. Da muss man sich ja auch fragen, wo will ich eigentlich hin und können wir dahin? Oder holen wir uns irgendwie im 2-Monats-Takt an dem Thema eine blutige Nase? Ne? Und findet man sich dann irgendwann damit ab oder sagt man letztlich, nee. Und auch da hängt es wieder davon ab, wie ist die Intensität und für wie gravierend wird das Thema letztlich empfunden. Genau. Wer sich mehr für das Thema Umgang mit Ängsten interessiert, ich habe zig Videos dazu schon gemacht, zu verschiedensten Ängsten. Vor ein paar Wochen erst die Existenzangst, jetzt die Bindungsangst, Angst vor Ablehnung. Was es alles so gibt und ich werde, deshalb spreche ich es auch nochmal an, nächstes Jahr, 2020, einen Workshop zum Thema machen, Face Your Fears, blicke deiner Angst ins Auge. Ihr findet, wer sich dafür interessiert, auf meiner Website hier auf bettercallcasey.de unter dem Link Workshops 2020 schon erste Infos dazu. Noch nicht alles, sind wir noch nicht so weit, aber kommt. Und
Ich habe mir überlegt, ich mache das, weil wir rennen alle mit Ängsten durch die Welt, mit dieser oder jener. Das muss nicht immer direkt pathologisch oder diagnostizierbar oder therapiewürdig sein. Und trotzdem sagen Menschen, ich will da dran. Ich komme jedes Mal an dieses Thema, das ist doch Mist. Also habe ich mir gedacht, ganz prosaisch, ich biete einen Workshop dazu an. Und dann gehen wir mal dran an die Wurzel der Angst und gucken vor allem, wie können wir heute, im Hier und Jetzt was verändern, sodass es besser läuft. Das ist die Idee davon. Deshalb herzliche Einladung dafür. Mich interessiert natürlich auch, was ihr zum Thema Bindungsangst denkt. Deshalb schreibt mir bitte unten in die Kommentare rein, gern auch eure Fragen. Ihr wisst, wenn ihr Fragen an mich habt, dann beantworte ich die im nächsten Podcast. Und wer den Podcast bekommen möchte, der sollte sich auf meiner Website bettercallcasey.de auch da bitte unten in den Newsletter zum Podcast eintragen. Denn den Podcast, den gibt es nur für Newsletter-Abonnenten. So, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.